9/11, der 11. September 2001. Fabled Enemies. Bevor wir das tun, schauen wir noch einmal auf das Wetter mit Herrn Ruger. Es ist so ein schöner Morgen, oder? Ein perfekter Herbstmorgen. Dies ist eine NBC-Sondersendung mit Tom Brokaw. Der 11. September des Jahres 2001, ein Tag wie kein anderer der amerikanischen Geschichte. Eine terroristische Kriegshandlung gegen dieses Land. Ein zweites Flugzeug. Ihr Leben wird sich verändern. Noch wichtiger, das Leben ihres Sohnes wird sich für immer verändern. Amerika wird nach dem 11. September 2001 nie mehr so sein wie zuvor. Er befindet sich fast auf jeder Liste. Einer der Hauptverdächtigen dieser Anschläge. Der vermutete Kopf hinter den Anschlägen und Amerikas meistgesuchtester Terrorist, Osama bin Laden. Er beschreibt Amerika als den Teufel, als das Biest. Den Namen Osama bin Laden haben wir heute immer wieder gehört. Sie glauben nun, bin Laden sei dafür verantwortlich. Mir wurde erzählt, Osama bin Laden hätte mehr als 50 Terroristen angeheuert. Man ist sich zu 90% sicher, jemand gab dieser Operation die logistische Unterstützung und diese Person ist eindeutig. Mir kommt da Bin Laden in den Sinn, Mr. Bremmer. Ja, tatsächlich. Das ist seine Handschrift. Wir müssen in Richtung Mittleren Osten und Bin Laden schauen. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Bin Laden. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Vor 24 Stunden war es die Bush-Steuererleichterung. Der Bush-Haushalt, die Bush-Wirtschaft. Sie hören von dem nichts mehr heute Abend. Es ist Amerikas Feind. Amerika wird angegriffen. Intelligence Ties. Geheimdienstverbindungen. Innerhalb von nur Stunden nach den Angriffen gab es nur einen Verdächtigen. Milliardär und Terrorist Osama bin Laden. Er und seine zwielichtige Extremistenbande Al-Qaida sind die Schuldigen. In einer noch nie zuvor dagewesenen Art und Weise trafen sie mit Erfolg die stärkste Militärmacht der Welt. Amerika würde nie mehr das sein, was es einst war. Der Patriot Act, der Heimatschutz, inländische Abhöraktionen und Überwachung, der Verlust von Bürgerrechten, alles um den Terror zu bekämpfen und uns zu schützen. Ist Osama bin Laden wirklich für diese Anschläge verantwortlich? Wenn er es ist, warum kriegen wir nicht zu fassen? Wussten Sie, dass das FBI den 11. September nicht zu den Verbrechen von bin Laden zählt? Wieso nicht? Laut Rex Toombs, Pressesprecher des FBI für den Bereich Ermittlungen, gibt es keine festen Indizien für Bin Ladens Beteiligung an den Anschlägen. Wenn dem so wäre, wie kann der 9/11-Untersuchungsausschuss zu dem Ergebnis kommen, dass die Angriffe das Werk von 19 radikalen Moslems aus dem Mittleren Osten waren? Alle unter der Federführung von Khaled Sheikh Mohammed und Osama bin Laden? Bin Laden wurde generell dafür verantwortlich gemacht. Aber wenn man sich mal mit den verfügbaren Beweisen befasst, spricht alles für eine viel dunklere Macht. Welche Beweise sind nach 7 Jahren zusammengekommen? Beginnen wir mit den Entführern. Viele von ihnen sind ursprünglich an US-Militärbasen ausgebildet worden. Am 15. September 2001 berichtete Newsweek Folgendes. Quellen aus dem US-Militär übergaben Informationen, die darauf hinwiesen, dass 5 der angeblichen Entführer in den 90ern in US-Militäreinrichtungen ausgebildet wurden. Said Al-Ghamdi, Ahmed Al-Nami und Ahmed Al-Ghamdi gaben auf ihren Führerschein und Zulassung die Adresse der Marinebasis in Pensacola, Florida an. Über einen weiteren Hinweis einer Verbindung der Entführer zu US-Militäreinrichtungen wurde von Fox in Washington, D.C. am 12. September berichtet.
Sie berichteten, Glückwunschanrufe gingen von einer separaten Flugschule in Florida aus, die auf eine interne Hilfe für die Entführer hinwiesen. Ermittler sagten, dass in der Tat hier auf dieser Schule Glückwunschanrufe von einem Handy ausgingen. Anrufe, die laut der Regierung von Terrorsympathisanten hier in Daytona und Umgebung stammten. Die New York Times berichtete, dass laut dem Verteidigungsministerium Atta auf die internationale Offiziersschule des Luftwaffenschutzpunktes in Maxwell, Alabama ging. Abdul Aziz Al-Omari besuchte die Schule für Luft- und Raumfahrtmedizin auf dem Luftwaffenstützpunkt in Brooks, Texas. Und Said Al-Ghamdi verbrachte einige Zeit beim Defense Language Institute in Presidio, Monterey. Der Rektor dieses Instituts wandte sich mit folgenden Worten an die Öffentlichkeit. Bush wusste von den bevorstehenden Anschlägen. Er sah davon ab, die amerikanische Öffentlichkeit zu informieren, weil er diese Kriege gegen den Terrorismus benötigte. Er wurde sofort diszipliniert und mit dem Militärgericht bedroht. Sogar als die Nachbarn die CIA über den Entführer Alid al-Shiari alarmierten, tat sich nichts. Sie denken vielleicht, dass einige der Nachbarn geschockt werden, wenn ein verdächtiger Terrorist nur eine Straße von ihnen entfernt lebte. Doch zumindest eine Frau, mit der wir sprachen, war überhaupt nicht überrascht. Diane Albritton war so besorgt über das, was in der Orange Street passierte, dass sie die CIA alarmierte. Was verleitete sie zu dieser Annahme? Das merkwürdige Kommen und Gehen, die verschiedenen Mietwagen, die verdächtig aussehenden Menschen, die kamen und gingen. Zu diesem Zeitpunkt sagte sie, die CIA war nicht interessiert. Wie kann es sein, dass die CIA der Geschichte der Frau keinerlei Beachtung schenkte? Andere Regierungsangestellte wendeten sich ebenfalls an die Öffentlichkeit. J. Michael Springman, ein ehemaliger Leiter des Einreiseamtes im saudischen Jeddah, enthüllte, dass die Vereinigten Staaten in verdeckten Operationen involviert waren, welche bis in das Jahr 1987 zurückreichten, um islamische Terroristen einzuschleusen und zu schützen. Es begann in Jeddah, als man mir wiederholt sagte, ich solle Visas an nicht qualifizierte Bewerber ausstellen. Das ging fast die ganze Zeit so, als ich dort zu tun hatte. Nach den amerikanischen Einwanderungsgesetzen muss jeder nachweisen, aus welchem Grund er in die USA einreisen will. Normalerweise gibt man Dinge an wie einen Geschäftsvertrag oder man will als Tourist den Grand Canyon besuchen. Oder man reist als Student ein, um ein bestimmtes Fach zu studieren. Und das waren Leute, die keine Arbeit hatten, in keinem einzigen Fall. Er war ein Flüchtling aus dem Sudan und kam nach Saudi-Arabien, wo er keine Arbeit fand. Aber nachdem der Leiter der Beratungsstelle mir diesen Fall aus der Hand nahm, bekam er ein Visum ausgestellt zum Zweck der nationalen Sicherheit. Im Grunde genommen denke ich, dass diese Leute der CIA angehörten. Leute, die angeheuert wurden, wie all die anderen, denen ich all die Jahre zuvor Visas erteilt habe. Und diese Leute waren Werkzeuge für eine bestimmte Aufgabe. Diese Visas, welche den Entführern in Jeddah gegeben wurden, waren Teil eines CIA-Konzeptes. Es war die fünftgrößte Visa-Vergabestelle im Mittleren Osten und ein ziemlich in sich geschlossenes System. Und man schleuste sie dadurch mit dem Wissen, dass sie von der Agentur geschützt werden. Die Leute bekamen die Visas und wenn nicht, wurde veranlasst, dass man ihnen Visas gibt. Als ich damals zurück in die Staaten kam und vom Auswärtigen Dienst befreit wurde, traf ich einige Leute mit Verbindung zur US-Regierung, die mir eine andere Geschichte erzählten. Dass die CIA Kämpfer für den Afghanistan-Krieg gegen die damaligen Sowjets rekrutierten und ihr Agent Osama bin Laden mit ihnen zusammenarbeitet. In den frühen 80er Jahren arbeitete bin Laden mit dem US-Geheimdienst, dem pakistanischen Militär und arabischen Staaten zusammen. Sie betrieben ein weitreichendes, verdecktes Netzwerk, welches muslimische Kämpfer anheuerte und finanzierte, um die sowjetische Armee zu bekämpfen. Es ist jetzt bekannt, dass Osama bin Laden für die CIA unter dem Codenamen Tim Osman operierte. Bin Laden nutzte diesen Namen, wenn er in die USA reiste. Die Beziehung zwischen bin Laden und der CIA war im Grunde, er war einer der Aktivposten. Jemand, an den sie sich wenden konnten. Wenn sie Fragen hatten, wenn sie jemanden rekrutiert haben wollten, wenn sie jemanden wohin schicken wollten, wenn sie Informationen haben wollten, wenn sie etwas erledigt haben wollten, gingen sie zu Bin Laden. Bin Laden wird nicht vom FBI gesucht und er war auf der CIA-Gehaltsliste. Ist er der brutale islamische Terrorist, wie man uns glauben macht, oder nur ein Frontmann? Meine Frage war, ist es nicht richtig, dass die US-Regierung 300 Millionen Dollar
an die Bin Laden-Familie gezahlt hat, um den Aufbau der Militärcamps in Afghanistan zu ermöglichen, zu diesem Zeitpunkt hätte die Person, die dazu aussagt, keine andere Wahl gehabt, als zuzugeben, dass das Geld an die Bin Laden-Familie ging zum Aufbau der Ausbildungslager in Afghanistan. Jedoch, so fügte er hinzu, ging keines der Gelder an Bin Laden selbst. Natürlich war das ein Witz. Osama war nicht der Einzige, der mit dem US-Geheimdienst zusammenarbeitete. Die Entführer hatten ebenfalls Verbindungen zu staatlichen Behörden. Die angeblichen Terroristen Khalid al-Midar und Nawaf al-Hasmi lebten mit einem FBI-Informanten zusammen. Die New York Times schrieb am 6. Oktober 2002, das FBI besaß einen vertraulichen Informanten, der Wohnungen an die zwei 9-11-Entführer in Kalifornien vermietete. Jedoch lehnte man eine Anfrage des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses der Anschläge ab, den Informanten und dessen FBI-Kontakt zu interviewen. Mehrere Mitglieder des FBI wurden in ihren Ermittlungen gegen den Terrorismus behindert oder mussten diese einstellen. Besonders, wenn sie Bin Laden zu nahe kamen. John O'Neill war der Chef in Sachen Terrorbekämpfung des FBI und verantwortlich für Ermittlungen, welche Osama Bin Laden betrafen. Am 22.08.2001, nach Behauptung über wiederholte Behinderung seiner Ermittlungen über saudische Finanzen, verließ O'Neill das FBI. Dieses Dokument ist als geheim markiert. Es bahnte sich seinen Weg heraus aus dem Büro des FBI in Washington. Es legt nahe, dass vor den Anschlägen am 11. September Agenten zwei Mitglieder einer sehr einflussreichen Familie befragen wollten, wegen ihrer Verbindungen zu einer mutmaßlichen terroristischen Organisation, Omar und Abdullah Bin Laden. Aber die Agenten durften es nicht. O'Neill übernahm einen neuen Posten als Sicherheitschef des World Trade Centers. Er bezog sein Büro nur Tage vor 9/11 und starb während den Anschlägen. Ich habe 4 Kinder. Ich habe Freunde verloren. John, mein Freund vom FBI, wurde getötet. Wir haben viele Familienmitglieder verloren. Was hat John O'Neill vorher gemacht? John war Leiter des FBI und Bin Laden auf der Spur. Wieso hat er gekündigt? Weil die Regierung ihm nicht zugehört hat. Die Regierung hat nicht zugehört, das FBI, wartet mal. Ihr wollt wissen, was Sache ist? Das FBI hat's verschissen. Sie wussten von der Flugausbildung und sie haben missgebaut, diese Leute im Land zu behalten. Wir alle sind da einer Meinung. Und das Wichtigste ist, Sie müssen verstehen, dass ich genauso wie Sie empfinde. Ich habe Freunde verloren. Ich weiß, wie es Ihnen geht. Das war unser World Trade Center. Das waren unsere Leute, die da starben. Bankrolling Bin Laden. Die Finanzierung von Bin Laden. Wieso haben Geheimdienste ihre eigenen Untersuchungen beendet, obwohl sie zu der Zeit Bin Laden die meistgesuchte Person der Welt war und sie sogar dicht auf seiner Spur gewesen sind? Die Untersuchungen von Robert Wright und anderen innerhalb des FBI, die sich mit Terrorismus befassten, wurden ebenfalls vor 9/11 gestoppt. Seit August 1999 arbeite ich daran, Terrorismus aus dem Mittleren Osten aufzudecken, der amerikanische Bürger im In- und Ausland bedroht. Von 1993 bis 1999 war ich der Anti-Terror-Einheit in Chicago zugeteilt gewesen. Die erfolgreiche Ermittlung mit dem Codenamen Vulgar Betrayal, vulgärer Verrat, führte im Juni 1998 zur Beschlagnahme von $1.4 Millionen zur Finanzierung von Terroristen im Mittleren Osten. Diese Gelder stehen in direkter Verbindung zu dem saudischen Geschäftsmann Yassim Qadi. Am 12.10.2001 wurde Yassim Qadi durch die US-Regierung zum finanziellen Unterstützer von Bin Laden benannt. Larry Klayman von Judicial Watch versuchte, Wrights Geschichte an die notwendigen Behörden weiterzuleiten. Er wollte damit lange vor dem 11.09. an die Öffentlichkeit gehen. Wir begannen mit den nötigen Schritten letzten Sommer. Das FBI hatte 30 Tage, um dieses Unterfangen zu erlauben. Sie verletzten ihre eigenen Regelungen, sie vertuschten es. Ich rief nur wenige Tage nach 9/11 im Büro des Justizministers an. Ich sagte, Dave Schippers und ich vertreten einen Agenten der FBI-Außenstelle in Chicago, der Informationen über Jahre gesammelt hat. Wie das FBI seine Arbeit nicht getan hat und in keiner bedeutsamen Weise Geldwäscherei in den USA untersuchte. Sie behaupten, Sie wollen etwas unternehmen, also würde ich Ihnen alles zur Verfügung stellen, Justizminister Ashcroft. Und ich bekam folgende Antwort von Michael Chertoff, Leiter der Kriminalabteilung. Wir haben keine Lust mehr auf Verschwörungstheorien. Michael Chertoff, später der Leiter von Homeland Security, der Abteilung, die geschaffen wurde, um den Krieg gegen den Terror nach 9/11 zu führen. Wright wurde genauso verwehrt, von Details der Ermittlungen zu berichten. Robert Wright wurde dann die Arbeit an Untersuchungen gegen Terrorismus untersagt.
Also was geschah mit Wright? Er wurde etwa um die Zeit vor 9/11 degradiert. Er arbeitet an bedeutungslosen Dingen. Er ist ein Schreibtischhengst. Es ist so, weil das Geld durch sehr mächtige Banken floss, die sehr mächtige Beteiligungen in den USA haben. Diese Banken wussten oder hatten Grund zur Annahme, dass die Gelder von Terroristen gewaschen wurden. Und es gibt erhebliche Konflikte von Interessen innerhalb der Clinton- und Bush-Regierung. Besonders in der Bush-Regierung, welche nicht enger mit Saudi-Arabien sein könnte. Der Vater des Präsidenten übernachtete für gewöhnlich bei der Bin Laden-Familie, wenn er nach Saudi-Arabien ging. Der ehemalige Präsident Bush verbrachte die Nacht am 10. September in Washington, D.C., im Weißen Haus. Wir von NBC fanden auch heraus, dass ein Präsident Bush im Weißen Haus war, während den Ereignissen an diesem Morgen. Es war sein Vater, der ehemalige Präsident Bush, war tatsächlich im Weißen Haus am Morgen der Anschläge. Am nächsten Tag trafen sich elitäre Geldgeber der Carlyle Group. Diese globale Investmentfirma für privates Beteiligungskapital würde von den Kriegen im Mittleren Osten enorm profitieren. Am Tisch saßen Bush Senior und der Bruder von Osama, Shafiq Bin Laden. Die Bush- und Bin Laden-Familien sind seit den 90er Jahren Mitglieder der Carlyle Group und kassieren die Profite des Terrorismus in den USA. Nach dem 11. September ist das Unternehmen öffentlich bekannt geworden. Ich stimme euch in einer Sache zu. Bush und Clinton mit ihren Beziehungen zu Saudi-Arabien. Sie küssen deren Hintern wie sonst was. Und dass man die Familie ausgeflogen hat, ist ein verdammtes Verbrechen. Die Familie, die Bo Dietl meint, ist natürlich die Bin Ladens. Während alle inländischen Flüge auf der Erde bleiben mussten, durften Verdächtige, die dem angeblichen Genie hinter den Anschlägen am nächsten standen, mit Charterflügen das Land verlassen. Hier sehen Sie einige exklusive Videoausschnitte aufgenommen 8 Tage nach dem 11. September. Dieser Mann da ist Osamas jüngerer Bruder, Khalil. Er verbringt hier seinen Urlaub mit anderen Mitgliedern der Familie. Auf einem ihrer Grundstücke in Orange County. Abel Danger. Berechtigte Gefahr. Ich glaube, nach all dem können wir mit Sicherheit sagen, dass es innerhalb der CIA und anderen Behörden Leute gab, die aktiv die mutmaßlichen Terroristen schützen und ihnen helfen. Mit all den verfügbaren Ressourcen des US-Geheimdienstes müsste man doch meinen, dass jemand im Inneren davon Wind bekommen hätte und einem fiel etwas auf. Die Geheimoperation Abel Danger identifizierte die Entführer vor 9/11, aber das FBI war nicht interessiert. Lieutenant Colonel Anthony Schaefer, ein Nachrichtendienstoffizier innerhalb von Abel Danger, versuchte mehrere Male darauf aufmerksam zu machen. Wurde der Untersuchungskommission der Anschläge vom 11.09. erzählt, dass Mohammed Atta, der Kopf der Entführer, mehr als ein Jahr vor den Anschlägen als Al-Qaida-Agent identifiziert wurde? Man hat mir vertraulich erzählt, dass die 9/11-Kommission 2 Aktenkoffer große Container mit Dokumenten erhalten hat. Ich kann Ihnen versichern, dass das nicht einmal ein Zwanzigstel des Materials war, das die Operation Abel Danger umfasste. Schaffer traf sich ebenfalls mit Philipp Selikow, dem Leiter der Kommission. Was hat Schaffer ihm erzählt? Wir fanden im Zuge der Datenuntersuchung heraus, dass in 2 von 3 Zellen, die in die Anschläge involviert waren, Atta ein Mitglied war. Schaffer sagt, seine Einheit hätte Atta mit Al-Qaida-Führungspersönlichkeiten in Verbindung gesehen, aber ging nicht auf Details ein. Was er mit den Informationen machte, beschrieb er wie folgt. Zuerst haben wir versucht, es in einer Operation zu nutzen, aber die Anwälte sagten, es wäre nicht erlaubt, da sie als US-Personen gelten. Ab diesem Punkt trafen wir als Team die Entscheidung, die Informationen dem FBI zu übergeben. Aber er sagt, dass seit September 2000 3 geplante Treffen mit dem FBI von Militäranwälten abgesagt wurden. Trotz all dessen sprach die 9/11-Kommission den Informationen keinerlei Bedeutung zu und nahm sie nicht mit in den Bericht auf. Ein Projekt mit dem Ziel, Al-Qaida als eine globale Bedrohung einfach so liegen zu lassen, ein Jahr bevor wir von Al-Qaida angegriffen wurden, ist vergleichbar, als würde man bei den Ermittlungen zu Pearl Harbor eine Beteiligung der Japaner ausschließen. Schaffer und seine Kumpanen versuchten, die Entführer vor 9/11 aufzuhalten, doch all ihre Unterfangen wurden blockiert. Später setzte das Militär eine Hetzkampagne in Bewegung, um ihre Erkenntnisse zu diskreditieren. Im Pentagon macht eine Hetzkampagne die Runde und der republikanische Kongressabgeordnete Kurt Weldon will, dass der Verteidigungschef der Sache gründlich nachgeht. Weldon vermutet, dass das Pentagon einen der ihren ruinieren will, der sich mit einem streng geheimen Geheimdienstprogramm an die Öffentlichkeit wandte.
Lieutenant Colonel Tony Schaffer, einer der ersten Mitglieder von Able Danger, der sich an die Öffentlichkeit wandte, wurde nun vom Verteidigungsnachrichtendienst schriftlich mitgeteilt, dass er nicht zu Mitgliedern des Kongresses oder dessen Mitarbeitern ohne vorherige Anerkennung sprechen darf. Eine Erlaubnis, welche ihm in nicht öffentliche Dokumente Einblick gewährte, wurde zurückgezogen. Kurt Weldon behauptet, Schaffer wurde mundtot gemacht und bestraft, nur weil er die Wahrheit aussprach. Es ist so offensichtlich für mich, dass dies ein Versuch ist, diesen Mann zum Schweigen zu bringen. Mehr noch, er als Person und Militäroffizier wird ruiniert dadurch. Ich habe mit allen Able Danger Involvierten gesprochen und alle sind sich einig, dass dies einer Hexenjagd gleichkommt. Es ist falsch und nicht akzeptabel. Das Pentagon will nicht, dass die Öffentlichkeit zu der in der nächsten Woche anstehenden Senatsanhörung Zugang erhält. Dabei geht es um die Geheimdiensteinheit Able Danger. Zwei Quellen aus dem Kongress berichten Fox News, dass das Militär Senatoren erpresst, um die Anhörung streng geheim zu halten. Während die Able Danger Anhörung abgehalten wurden, wurden Schaffer und andere mundtot gemacht. Schließlich konnte Schaffer dann doch noch aussagen. Viele von uns nehmen den Eid des Amtes sehr ernst. Auswärtige Feinde und innere Feinde sollen im Namen der Verfassung gleichermaßen bekämpft werden. Ich bin weder Pfadfinder, noch wurde ich vom Geheimdienst angeheuert, weil ich in irgendeinem christlichen, wissenschaftlichen Märchenraum herumgehangen habe. Meine Aufgabe ist es, Informationen zu erhalten mit geheimdienstlichen Methoden. Meiner Rechtsberatung zufolge würde ich zum Rockstar, wenn ich die Able Danger Informationen ausplaudern würde. Als Chef einer speziellen Einsatzmannschaft innerhalb des Verteidigungsnachrichtendienstes übernahm ich ab 1998 die Leitung von Able Danger. Durch diese Beschäftigung machte ich mit bahnbrechender Technologie Bekanntschaft und wurde Teil von Geheimoperationen. Die Mehrheit dieser Operationen sind Verschlusssachen. Mit all diesen Beweisen fragt man sich nun, warum die 9/11-Kommission und das Pentagon wertvolle Informationen über die Entführer vor den eigentlichen Anschlägen unterdrückt hat. Israeli Operatives, israelische Agenten. Es wurde umfassend von jubilierenden Menschen berichtet, nachdem die Nachricht des ersten Flugzeugcrashes sich verbreitete. Aber diese Feiernden gehörten nicht zu Al-Qaida, wurden aber trotzdem verhaftet. Mit meinem Fernglas konnte ich sehen, wie drei Männer auf dem schwarzen Auto herumtanzten. Sie waren sehr erfreut und sahen überhaupt nicht geschockt aus. Es gab eine Gruppe Israelis, die, wie sich später herausstellte, teilweise für den Geheimdienst Mossad arbeitete. Sie wurden nach den Jubelarien festgenommen. Außerdem hielten sie den Einschlag des Flugzeugs auf Video fest. Einigen anderen Männern wurden ebenfalls Handschellen angelegt, nachdem ein Kleintransporter voller Sprengstoff außerhalb von Manhattan angehalten wurde. Zuvor vernahmen wir bereits einen FBI-Sprecher, der angab, dass auf der George-Washington-Brücke ein Kleintransporter mit Sprengstoff angehalten wurde. Dem Pressesprecher des Weißen Hauses erschienen Fragen in dieser Woche über die sich in die Länge streckenden Ermittlungen und die Festnahme von 60 Israelis seit 9/11 wie ein rotes Tuch. Ich verweise da an das Justizministerium. Mir ist dieser Bericht nicht geläufig. Mir ist bewusst, dass einige Israelis verhaftet worden sind. Warum dem so ist und über andere Aspekte, wie zum Beispiel ihre Geheimdienstaktivitäten, bitte ich Sie, sich an das Justizministerium oder das FBI zu wenden. Am 6. März 2002 berichtete ein Entwurf der Drogenbehörde DEA, eventuell handle es sich hier um ein Sammeln von Geheimdienstinformationen. Trotz alledem wurden alle Israelis wieder freigelassen, ohne irgendwelche Anklagepunkte wegen Spionage zu erheben. Die Fox News Nachrichtensprecher Britt Hume und Carl Cameron fertigten eine vierteilige Serie über genau jene Spionagevorwürfe im Dezember 2001 an. Sie förderten erstaunliche Ergebnisse zutage. Es ist mittlerweile mehr als 16 Jahre her, dass Zivilisten, welche für die Kriegsflotte arbeiteten, vorgeworfen wurde, geheime Informationen an Israel weiterzugeben. Jonathan Pollard bekannte sich schuldig der Spionage und befindet sich nun in lebenslanger Haft. Zunächst behaupteten israelische Führungspersönlichkeiten, dass Pollard Teil einer böswilligen Einzelgängeraktion war und später für seine Taten Verantwortung übernahm. Wie Fox News mitgeteilt wurde, glauben einige US-Ermittler wieder an einen sehr weitreichenden israelischen Spionagekomplott innerhalb der USA. Seit dem 11. September sind unter den neuen Terrorismusgesetzen, wie zum Beispiel dem Patriot Act oder wegen Missachtung der Einwanderungsgesetze, mehr als 60 Israelis verhaftet oder festgehalten worden.
Eine Handvoll aktiver israelischer Militärs würde sich unter den Gefangenen befinden, erzählten Ermittler, die auch angaben, dass einige der Gefangenen durch Lügendetektortests fallen, wenn man sie zu den ihnen vorgeworfenen Spionagevorwürfen befragt. Man glaubt, dass diese Israelis vermutlich Geheimdienstinformationen vor den Anschlägen gesammelt, aber diese nicht preisgegeben haben. Der hochrangige Ermittlungschef spricht von losen Verbindungen, aber weigert sich, in die Details zu gehen. Zitat: Anhaltspunkte, nach denen diese Israelis mit 9/11 in Verbindung gebracht werden, gelten als streng geheim. Ich kann Ihnen über diese Hinweise keine Auskunft erteilen. Die Informationen müssen unter Verschluss gehalten werden. Als das FBI ermittelte, türmte sich der Verdacht auf, den größten ausländischen Spionagering in den USA aufzudecken. Selbst die ehemalige Sowjetunion verblass dagegen. Also begann das FBI, diese Spione zusammenzutrommeln und einzeln still und heimlich zu verhaften. Am 11. September war man bei der Hälfte dieser Operation angelangt. Mehrere streng geheime Dokumente, die Fox News zugespielt wurden, legen nahe, dass sogar vor dem 11. September mehr als 140 Israelis festgenommen wurden. Diese Ermittlung zog sich lange Zeit hin. Ermittler aus zahlreichen Bundesbehörden sind Teil eines Arbeitskreises, der seit Mitte der 90er Jahre Indizien zusammenstellt. Dieses Archiv dokumentiert hunderte Fälle quer über das Land verteilt, welche man als organisiertes Sammeln von Geheimdienstinformationen. Der erste Teil dieser Ermittlungen richtete sein Augenmerk auf israelische, angebliche Kunststudenten aus der Universität Jerusalem und der Bezalel-Akademie. Die Dokumente sagen aus, dass es diese auf Militärbasen und weitere Regierungsgebäude abgezielt und diese infiltriert hatten. Auch Privatwohnungen von Gesetzeshütern und Geheimdienstpersonal sowie geheime Büros lagen im Visier. Die befragten Israelis äußerten, sie dienten dem Militärgeheimdienst, elektronischen Überwachungszentralen und oder im Kampfmittelräumdienst. Warum spionieren die Israelis in den USA? Eine Untersuchung des Rechnungshofes GAO hat ergeben, Israel führt von allen befreundeten Nationen der USA die aggressivsten Spionageaktivitäten durch. Das Dokument kommt zu dem Ergebnis, dass Israel alle Kapazitäten und Möglichkeiten besitzt, seine Ziele zu verwirklichen. Wie sieht es denn mit dem Vorwissen israelischer Agenten zu 9/11 aus? Diese Information sorgt offenbar für gewaltigen Zündstoff. Ein großer Teil des Beweismaterials ist nicht schlüssig. Die größere Frage lautet: Wie hätten sie es nicht wissen können? Der Geheimdienstverbund innerhalb der USA wusste davon und hatte eine streng geheime Rolle bei 9/11. Offizielle lehnen jedweden öffentlichen Diskurs darüber ab. Ebenfalls wurden US-Geheimdiensteinrichtungen und geheime Büros infiltriert. Und alle wurden wieder auf freien Fuß gesetzt. Die jubilierenden, später festgenommenen Hobbyfilmer traten später in einer israelischen Talkshow auf. Sie gaben an, dass es ihre Aufgabe gewesen sei, diese Aufnahmen anzufertigen. Dieses Mal bekamen wir Fragen gestellt, ob wir nicht dem Mossad angehörten. Wir sagten lediglich, als Bürger eines Landes, welches täglich dem Terror ausgesetzt ist, ist es unsere Aufgabe, diese Ereignisse zu dokumentieren. Aber wie um alles in der Welt wussten sie von den Anschlägen? Und wer gab die Anweisung für die Videoaufnahmen? Wieder deuten alle Fakten auf ein großes Geheimdienstnetzwerk innerhalb der USA hin, welches Bodentruppen besaß, die unter anderem von den Anschlägen berichteten, und Überwachungsstäbe, die alle Informationen sammelten. Ein weiteres, an dem Tag involviertes Team ließ Sprengstoff am Boden explodieren. Beiden Verdächtigen geht es gut. Wir haben den Fahrer, der am Steuer des Vans mit dem Sprengstoff saß und später explodiert ist. Ich will mich nur nochmal absichern, dass es euch gut geht. Das ist alles. Du weißt, wir haben die Gefahren. Welcher explodiert ist? Wo? Zwischen King Street 6. und 7. Wir vor Ort. Welche Einheit gehört ihr an? Wie kamen diese Teams an ihre Informationen? Die Ermittlungen auf unserer Seite führten im Prinzip auf zwei Firmen zurück. Die erste hieß MDocs, eine israelische Firma, welche die Abrechnung für 90% der Telefonkosten in den USA übernimmt. Fox News wurde mitgeteilt, dass einige amerikanische Terrorismusermittler fürchten, dass einige Verdächtige der 9/11-Anschläge ihnen vielleicht ein Stück voraus waren, indem sie wussten, welcher und zu welchem Zeitpunkt Ermittler telefonisch in Verbindung standen. Wie?
durch den Erhalt und die Analyse sämtlicher telefonischer Verbindungsdaten. Nahezu alle Anrufe in den USA werden über MDocs Limited abgewickelt. Ein privater Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Israel. Es übernimmt das Verarbeiten sämtlicher rechnungsrelevanter Daten. MDocs schloss Verträge mit den 25 größten Kommunikationsfirmen in den USA und auch weltweit ab. Es ist fast unmöglich, einen Anruf auf handelsüblichen Telefonen zu tätigen, ohne dass MDocs einen Eintrag in seiner Datenbank verzeichnen kann. In den letzten Jahren haben das FBI und andere Behörden gegen MDocs mehr als nur einmal ermittelt. Wie unsere Quellen verlauten lassen, hatte die streng geheime Nationale Sicherheitsbehörde mit Sitz in Maryland 1999 ein streng geheimes, kompartimentiertes Geheimdienstdokument veröffentlicht, in dem es heißt, dass Telekommunikationsdaten in ausländische Hände fielen, vor allem in die von Israel. Die NSA hielt mehrere streng geheime Konferenzen ab, um das FBI und das CIA davor zu warnen, was mit dem Datensatz von MDocs alles passieren kann. Wenn man den Namen eines Polizeibeamten kennt oder einfach nur den eines Informanten, kann man durch dieses eng verwobene Netzwerk erkennen, wer mit wem spricht. Man kann vollständige Kontaktlisten erstellen, die diese Operation enttarnen. Fox News besitzt Dokumente über einen Drogenschmuggel von 1997, der eben genau jene MDocs-Vorratsdaten benutzt hatte, um den gesamten Ermittlungsprozess des FBI, des Secret Service und auch den von der Drogenbekämpfungsbehörde DEA zu torpedieren. MDocs war nicht die einzige Firma mit Verbindung zur israelischen Regierung. Israel sammelte auch durch ein anderes Geschäft Informationen, und zwar mit der tatkräftigen Unterstützung von Converse Infosys. Dieser Konzern handelt mit Werkzeugen, die man benötigt, um Telefone anzuzapfen. Die Regierung und die Strafverfolgung machen davon Gebrauch. Die Firma namens Converse Infosys ist ein Subunternehmen eines privaten israelischen Telekommunikationsunternehmens mit Büros verteilt über die gesamten Vereinigten Staaten. Und so funktioniert das Abhören von Telefongesprächen in den USA. Jedes Mal, wenn Sie einen Anruf tätigen, passiert dieser das Netzwerk bzw. die Hardware der Telekommunikationsanbieter. Converse Infosys Abhörequipment sind in dieses Netzwerk mit integriert. Es fängt ab, hört ab und speichert die aufgenommenen Telefonate. Diese Daten werden nun an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet. Im Sommer 2008 wurde ein Gesetz, wonach man die Telekommunikationsunternehmen nicht mehr verklagen kann, verabschiedet. Converse Infosys baute diese Infrastruktur zum Abhören auf, sodass jeder Eingeweihte deinen Gesprächen an jedem Ort lauschen kann. Es genügt ein einfacher Knopfdruck. Needed to eavesdrop on a phone call. They can sit in a room anywhere in America, touch a few buttons and listen to your phone call. Aber die Beschwerden am System von Converse Infosys reißen nicht ab. Die Tatsache, dass sogar unerlaubte Dritte für ihre Zwecke diese Infrastruktur nutzen dürfen, ist beängstigend. Was den Verdacht noch weiter untermauert, ist, dass Converse eng mit der Regierung Israel zusammenarbeitet. Diese übernimmt nämlich 50% seiner Forschung und Entwicklungskosten. Aber Ermittler in den Strafverfolgungseinrichtungen FBI, INS und DEA meinten unisono, es wäre ein Karrierekiller, wenn man israelischen Spionageversuchen durch Converse nachgehen oder sie einfach nur erwähnen würde. Mehrere Untersuchungen des FBI im Falle Converse seien noch vor der eigentlichen Prüfung des Equipments auf Schwachstellen zum Erliegen gebracht worden. Ja, nur die bloße Erwähnung von israelischer Spionage oder deren Verbindung zu 9/11 ist ein Karrierekiller. Es ist so, als ob man in einen Hochspannungsstromkreis hineingreift. Wenn du ihn berührst, bist du erledigt. Man wird nicht zurückkehren, sobald man in dieses schwarze Loch hineintritt. Aber es gibt einen weiteren internen Revierkampf beim FBI. Das Büro im Bundesstaat Virginia kaufte nicht nur Abhöreinrichtungen, es überließ Converse auch lange große Teile seines Geschäfts. Eine Handvoll Arbeiter, die das FBI vor dieser Kooperation gewarnt hat, arbeiten nun selber für Converse. Einige davon sollten ihre staatlichen Dienste sofort niederlegen. Quellen behaupten, diese Schwierigkeiten mit ihnen und deren Umständen befänden sich unter verwaltungstechnischer Prüfung.
Und was Ermittlern die meisten Schwierigkeiten bereitet, ist, dass im Speziellen in New York, was die Untersuchung zum World Trade Center anbelangt, die Ermittlungsarbeiten scheinbar behindert werden. Als man die Telefonleitung der Verdächtigen heimlich anzapfen wollte, änderten diese sofort ihr Kommunikationsverhalten. Irgendwie haben die Terrorverdächtige, die von nun genau jenen Israelis überwacht wurden, mit ihrem veränderten Verhalten dem FBI ein Schnippchen geschlagen. Der ehemalige Premier Israels, Benjamin Netanyahu, behauptete kühn, Israel würde von den Anschlägen profitieren. Die USA hat regierungsgesponserten Terror unterstützt, der oftmals auch der israelischen Außenpolitik entgegenkam. Die Beziehung mit Israel war die Wurzel und der Grund für die meisten Probleme unseres Landes. Es steht etwas Gewaltiges im Raum. Niemand will es sehen, niemand stellt Fragen und die Leute wollen es noch nicht einmal in ihren Filmen erwähnen. Es wird nie gefragt, Leute don't like it, put it on any video or anything like that. Ich rede natürlich von der Beziehung der Vereinigten Staaten mit Israel. Die Angelegenheit hat uns in einen Wasserfall von Problemen gestürzt. The Cover-Up, die Vertuschung. Bestätigung für diese Anschuldigung gegen Israel kam im Januar des Jahres 2008. Die Times Online bekam eine enthüllende Geschichte einer türkischen FBI-Übersetzerin zugespielt. Sie entdeckte einen internationalen Spionagering. Israel, die Türkei und Pakistan sollen mit Klarnamen innerhalb der USA gearbeitet haben. Sie wurde mundtot gemacht und ist bis heute nicht fähig, ihre gesamte Darstellung zu veröffentlichen. Edmund behauptete, dass ein hochrangiger Offizier gegen US-Interessen ausländischen Geheimagenten half. Er leitete Geheimdienstinformationen an sie weiter. Diese stammten nicht nur aus dem Auswärtigen Amt, sondern auch vom Pentagon, im Austausch für Geld, Ränge und politische Ziele. Der Artikel besagte, dass Türken und Israelis Maulwürfe in empfindlichen militärischen und nuklearen Einrichtungen platzieren. Die pakistanische Operation wurde von General Mahmoud Ahmad angeführt, der damalige Chef des Geheimdienstes ISI. Geheimdienstexperten sagen, dass der ISI mit Al-Qaida eng in Verbindung stand, sowohl vor und nach dem 11. September. Ahmad wurde vorgeworfen, eine 100.000-Dollar-Überweisung für den Entführer Mohammed Atta bewilligt zu haben, nur kurz vor dem 11. September. Als ob das nicht schlimm genug wäre, befand sich Ahmad am 11. September in Washington. Er traf sich mit dem damaligen CIA-Oberhaupt George Tenet und anderen in den Wochen vor den Anschlägen. Am Morgen des 11. September frühstückte er zusammen mit dem Senator Bob Graham und Porter Goss. Diese beiden Abgeordneten sollten der ersten parlamentarischen Untersuchung zu 9/11 vorstehen. Und Goss sollte später die Nachfolge von George Tenet antreten. Ich versuchte darauf hinzuweisen, dass der Mann diesen Fakt nicht verbarg. Wir trafen uns mit ihm in Pakistan und er war in Washington. Er stand der Taliban nahe. Das war sein Job. Graham stellte sich später dem Fernsehsender PBS und hatte Folgendes mitzuteilen. Ich war überrascht, dass ausländische Regierungen die Aktivitäten von zumindest ein paar der Terroristen erleichterten. Und das hier in den USA. Mich verwundert, dass wir keine bessere Aufklärungsarbeit geleistet haben, um nachzuverfolgen, ob andere Terroristen ähnliche Unterstützung erhielten. Und sogar noch wichtiger ist, ob die Infrastruktur einer ausländischen Regierung immer noch Bestand hat. Die meisten dieser Informationen sind streng geheim, meiner Meinung nach zu geheim. Ich denke, das amerikanische Volk sollte über das Ausmaß Bescheid wissen, was unsere Anstrengungen und Regierungsbeteiligung betrifft. In diesem Bericht waren 27 Seiten komplett geschwärzt. Glauben Sie, diese Informationen werden jemals an die Öffentlichkeit gelangen? Erst wenn es den Archiven übergeben wird. Das wäre in etwa 20 bis 30 Jahren. Wir brauchen diese Informationen aber jetzt sofort. Glauben Sie an einen Staat, der etwas nachhalf? Es gibt sehr überwältigende Beweise dafür, dass zumindest einigen Terroristen geholfen wurde. Nicht nur finanziell, sondern ich rede hier auch von Beteiligung eines anderen ausländischen und souveränen Staates. Am Tag nach den Anschlägen wussten einige Leute innerhalb der Regierung über die pakistanischen Finanzgeschäfte mit Al-Qaida Bescheid.
Innenminister Powell, ein Land, was Sie nicht erwähnten, war Pakistan. Ihr Stellvertreter hat mit dem Botschafter von Pakistan gesprochen. Ja, das hat er heute. Es wäre auf jeden Fall sehr nützlich, dies der pakistanischen Führung mitzuteilen. Darüber hinaus sollten wir auf Basis dieser Information kooperieren. Senator Joe Biden, der sich auch mit dem ISI-Chef traf, äußerte scharfe Kritik im Senat. Ich möchte an alle verkünden, an alle diejenigen, die vorgeben, als ob sie wünschen, unsere Verbündeten zu sein. Sie müssen einige sehr, sehr schwere Entscheidungen fällen und das möglichst zügig, insbesondere Pakistan. Worte werden nicht ausreichend sein, Taten werden verlangt werden. Als Biden konfrontiert wurde, bestätigte er sein Treffen mit Mahmoud Ahmad. Pakistanische Nachrichtendienste finanzierten tatsächlich die Taliban. In den Tagen nach dem 11. September trafen sie sich mit dem Kopf des ISI, General Mahmoud Ahmad. Er wies Saeed Sheikh an, $100,000 an Mohammed Atta zu überweisen. Warum durfte er zurück nach Pakistan? Warum wurde er nicht verhört und warum trafen sie sich mit ihm? Ich traf mich mit ihm, um eine Nachricht zu überbringen, dass wenn er nicht aufhören würde, die Taliban zu unterstützen, dann würden wir ihn außer Gefecht setzen. Warum ließen sie ihn dann laufen? Wir haben in seiner Angelegenheit nie ermittelt. Sie müssen wissen, es gibt solche Sachen wie Diplomatenpässe. Wir haben Khrushchev nicht verhaftet, als er kam. Er finanzierte die Entführer. Warum haben wir ihn davonkommen lassen? Keiner weiß das. Wie ich bereits sagte, kommen Sie mal auf den Teppich zurück. Er gab später zu, dass diese Information tatsächlich geheimdienstlich geschützt war. Wie wussten Sie, dass der ISI die Taliban unterstützte? Das ist geheim. Pakistan wurde als die stille Geldquelle der Taliban aufgebaut. Es wurde als Abschusslager für den Afghanistan-Krieg verwendet. Nochmal zusammengefasst. Wie wir gerade erfahren haben, hielten viele der Entführer Kontakte zu US-Militäreinrichtungen, FBI und der CIA. Sowohl Israel als auch Pakistan spielen Rollen am 11. September, zu denen bis heute nur die Geheimdienste genauere Informationen kennen. Der Vorstand der ersten Kongressuntersuchung konstatierte, diese Informationen würden für 20 bis 30 Jahre unter Verschluss bleiben. Keine dieser Informationen schaffte es in den 9/11 Commission Report. Statt all dessen sollen sie glauben, dass Osama bin Laden die Anschläge ganz allein beging und sich nach 7 Jahren und 2 Kriegen immer noch auf freiem Fuß befindet. Die aus Demokraten und Republikanern bestehende Kommission war voller Insider. Sie wuschen die Ergebnisse weiß, was mittlerweile allgemein bekannt ist. 5 Jahre nach dem Horror des 11. September erscheint nun eine neue Annäherung an das Thema. Durch Farbe, Karikatur und Bildbeschreibungen illustrieren Comiczeichnerlegenden Eric Cologne und Sid Jacobson den 9/11 Commission Report. Sie brachten 600 Seiten geschriebenes Wort runter auf 150 bebilderte Seiten. Wenn man zum ersten Mal von dieser Idee hört, denkt man doch, sie sind verrückt. Er ist akkurat, genauso wie die gezeichnete Version. Das ist so passiert. Thomas Keane war zusammen mit Lee Hamilton der Co-Vorsitzende der 9/11-Kommission. Später schrieben beide das Buch Without Precedent, in dem sie behaupteten, NORAD und das Pentagon hätten nicht die Wahrheit gesagt und dass sie rechtliche Schritte in Betracht ziehen würden. Wenn der Commission Report schon nicht korrekt war, wie kann es dann das Comicbuch sein? Thomas Keane reist heute durch das Land, um Lehrer anzuleiten, wie sie ihren Schülern den 11. September in die jungen und beeinflussbaren Köpfe einhämmern sollen. Die 9/11-Kommission war eine solch derartige Vertuschungsoperation, dass Mark Cleland, ein ernanntes Mitglied, bei Wolf Blitzer explodierte. Eine gestern verkündete Abmachung zwischen dem Weißen Haus und der im Falle des 11. September ermittelnden Kommission stellt sich nun als sehr kontrovers heraus. Nur bestimmte Mitglieder haben Zugang zu den unter Verschluss gehaltenen Dokumenten, wo die abgemachte Bestimmung, und ihre Notizen werden einer verwaltungstechnischen Prüfung unterzogen. Einige Verwandte der verunglückten Opfer kritisieren diese Abmachung. Und unser nächster Gast, ein Mitglied der Kommission, findet die Abmachung widerwärtig. Der ehemalige demokratische Senator Georgias ist jetzt im Studio. Sie haben das Wort Abmachung dreimal benutzt. Ich glaube nicht, dass die 9/11-Kommission irgendwelche Abmachungen mit der Regierung treffen sollte. Gerade mit unserer Verantwortung im Kongress und zur amerikanischen Bevölkerung. Wir haben alle Fakten. Alle Mitglieder der Kommission sehen sich diese Fakten an. Wir hatten die Vorladung der Flugbehörde, der Luftabwehr für diese Dokumente.
Ich würde gern das Weiße Haus dafür vorladen. Alle Kommissionsmitglieder sollen sich alle Informationen ansehen dürfen. Nur so können wir dem amerikanischen Volk versichern, dass wir eine tiefgehende, unabhängige Untersuchung für das Weiße Haus anfertigen. Der Präsident sagte, nur eine Minderheit der Kommission darf eine kleine Anzahl von Dokumenten ansehen. Diese kleine Gruppe muss sich dann mit der Regierung absprechen, welche Informationen an die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Wären Sie einer der vier Leute, die diese Dokumente zu Gesicht bekämen, würde das Ihre Meinung ändern? Nein. Sie erlauben keine weiteren Augen auf Ihre Dokumente zu blicken, als Sie müssen. Es ist eine Farce. Absolut widerwärtig. Cleland resignierte und trat von seinem Posten zurück. Sie haben etwas zu verbergen. Die 9/11-Kommission war eine einzige Vertuschungsaktion. Die Frage ist nur, was vertuscht werden sollte. Ich schenke dem Bericht der Kommission und des Kongresses keinen Glauben. Es waren hunderte Seiten heiße Luft. Sie war sehr allgemein gehalten, indirekt sowie unspezifiziert. Fakten und eindeutige Standpunkte wurden unterschlagen bzw. vermieden. Sie enthielten Formulierungen aller Fehler wurden begangen. Wir müssen die menschliche Intelligenz verbessern. Das ist solches Geschwätz, als ob man sagen würde, ja, ich stehe für Wahrheit, Gerechtigkeit und die amerikanischen Werte. Es war fade, so viel Geld und Zeitverschwendung. Dennoch vermittelte es, wir, die Regierung, machen etwas. Wir erforschen die Angelegenheit. Es war vapid, es war ein Waste of Time and Money, aber es gibt die Impression, dass, oh ja, die Regierung ist etwas, die Regierung ist studying the issue. Well, what makes me really. Was mich sehr enttäuscht, und das ist eine Untertreibung, ist die Rolle des Kongresses als Überwachungsorgan, als Kontrollorgan. The Congress's role is oversight. And Congress, even today, you'll see members. Heute noch sagen Mitglieder des Hauses, wir haben noch nicht alles verwirklicht, was die 9/11-Kommission empfahl. Selbst die Kommission gab zu, die Regierung hat ihnen Instruktionen gegeben und sie angelogen. Das Personal hat Aussagen gemacht, die als Anklage gegen den Kommissar, gegen das FBI insbesondere und gegen die CIA aufgefasst werden. Ich und der Vorsitzende haben die Aussagen des Personals nicht als eine Anklage aufgefasst. Möglicherweise haben andere das getan, wir nicht. Wir haben wiederholtes Lob ihrerseits, sprich von Seiten der Medien, für diesen Bericht erhalten, für die Qualität unserer Aussagen. Thanking us for the quality of those statements. Wenn ich mich kurz einmischen dürfte, ich würde es niemals wagen, den Vizevorsitzenden zu korrigieren, aber ich befürchte, dass ich doch eine der Aussagen als eine Anklage beschrieben habe. Also wie kann man mit einem fehlerhaften Dokument anfangen und das dem amerikanischen Volk geben, als ein Maß, nach dem die Leistungen des Kongress gemessen werden sollen. Im Juni 2008 stellte Dennis Kucinich 35 Anklagepunkte im Rahmen des Amtsenthebungsverfahrens gegen George W. Bush vor. Ganze 3 Stunden stand er vor dem Repräsentantenhaus, bevor er seine letzten Punkte vorlas. Diese hatten einen Bezug zum 11. September. Er unterbreitet, dass die Regierung nicht auf die Nachrichtendienstberichte vor dem 11. September reagierte und danach jede Kommission zur Aufklärung der Anschläge abschmetterte. Anklagepunkt Nummer 33. Wiederholtes Ignorieren und Nichtreagieren auf hochrangige Geheimdienstwarnungen handelnd von Terroranschlagsplänen vor dem 11. September. In seiner Ausübung des Präsidentenamtes der Vereinigten Staaten und unter Verletzung seines Eides auf die Verfassung, nach seinen besten Möglichkeiten die Verfassung zu schützen, wahren und zu verteidigen, und unter Verletzung seiner verfassungsmäßigen Pflicht, nach dem 3. Zusatzartikel der Verfassung, die Verfolgung und Einhaltung der Gesetze zu gewährleisten, was durch seine Mitarbeiter oder Unterstellten zusammen mit seinem Vizepräsidenten geschehen soll. Er hat überall in seinen verfassungsrechtlichen Pflichten versagt, die Nation im Vorfeld von 9/11 zu schützen. Together with the Vice President, failed
in his constitutional duties to take proper steps to protect the nation prior to September 11th, 2001. Der Bericht des Kongresses war geschwärzt worden und die 9/11-Kommission war eine Verhüllungsaktion. Und dennoch versuchten uns unsere vermeintlichen Führer, Angst vor den Boomern und seinen Jüngern zu machen. Ich glaube, dass Al-Qaida es nun zum Teil ihrer weltweiten Anstrengungen gemacht hat, alles zu zerstören, wofür wir stehen und woran wir glauben. Ich kandidiere für das Präsidentenamt der Vereinigten Staaten, weil ich glaube, die größte Herausforderung im 21. Jahrhundert ist, den radikalen islamischen Extremismus zu bekämpfen. Ich glaube, er ist da. Ich glaube, er ist weltweit. Es ist ein Kampf zwischen Gut und Böse. Alles, was wir schätzen und woran wir glauben, gegen alles Böse. Er will alles zerstören, wofür Amerika steht. Es war ein Osama bin Laden-Job mit 19 Leuten aus Saudi-Arabien. Warnings and Wargames, Warnungen und Kriegsspiele. Sogar Osama bin Laden selbst warnt uns 3 Wochen vor den Anschlägen. Vor 3 Wochen warnte Osama bin Laden, er würde auf amerikanische Interessen einen noch nie zuvor dagewesenen Anschlag planen, einen sehr großen. Erinnern Sie sich, es gab einen Bericht, wonach der israelische Geheimdienst Mossad Vertreter in die USA schickte. Sie warnten, ein Terroranschlag stünde bevor. Wochen vor 9/11 wurde umfassend berichtet, dass entführte Flugzeuge als Waffen verwendet werden können. Die Youssef-Gruppe und die Bin Laden-Gruppe führte eine Suizidmission aus. Murad erzählte uns von einem Plan der Ramzi-Zelle, innerhalb der Vereinigten Staaten ein kommerzielles Flugzeug zu entführen und es anschließend in das CIA-Hauptquartier in Langley, Virginia, und ebenfalls in das Pentagon zu rammen. Und sie fanden noch mehr Indizien. Indizien, auch andere Ziele zu treffen. Die philippinische Regierung leitete diese Hinweise an die Vereinigten Staaten weiter. Die anvisierten Ziele waren unter anderem auch das CIA-Hauptquartier, Pentagon, Transamerica, Sears Towers und das World Trade Center. Präsident Bush erhielt sogar das Phoenix-Memorandum. Bin Laden würde sich entschlossen haben, die USA im August 2001 nur kurz vor den eigentlichen Anschlägen angreifen. Präsident Bush war durchaus bewusst, genau wie den anderen vorherigen US-Regierungen, dass Bin Laden entschlossen war, die USA anzugreifen. Er stand sogar auf dem Umschlag. Bin Laden will die USA angreifen. Am 6. August 2001 wurde Präsident Bush in einem seiner täglichen Briefings folgender Bericht präsentiert. Titel: Bin Laden will die USA angreifen. Allein diese Aussage legt ja schon nahe, dass Bin Laden dem Beispiel des ersten World Trade Center Bombers Ramzi Youssef folgen wollte und den Krieg nach Amerika bringen wollte. Ich zitiere den Artikel. Eine noch außergewöhnliche Bedrohung war, dass Bin Laden ein Verkehrsflugzeug entführen wollte. Der Bericht des FBI wies außerdem auf eine Reihe von verdächtigen Aktivitäten in unserem Land hin, die dem Entführen von Flugzeugen nicht widersprachen. Der Präsident brach heute sein Schweigen über mögliches Vorwissen von möglichen Al-Qaida-Entführungsplänen. Die Pressekonferenz fand vor der südlichen Wiesenanlage des Weißen Hauses statt. Die Presse durfte keine Fragen stellen. In diesem Zeitraum ehrte er auch das Football-Team der Luftwaffe. Seine Kommentare entwickelten sich zum Thema Nummer 1 in Washington. Wissen Sie, was an Washington so interessant ist? Es ist eine Stadt, wo Rätselraten leider in Fleisch und Blut übergegangen ist. Was ich an meine demokratischen Freunde im Kongress richten möchte: Sie sollten äußerst vorsichtig sein, keinen politischen Vorteil daraus zu ziehen, aufwieglerische Andeutungen zu machen. Einige behaupten tatsächlich, dass das Weiße Haus Vorwissen gehabt hätte, welches die fürchterlichen Anschläge vom 11. September hätte verhindern können. Clark bestätigte, dass in den Monaten Juni, Juli und August des Jahres 2001 die CIA den Präsidenten in täglichen Briefings gewarnt hatte.
Noch nie zuvor dagewesene Hinweise sprachen für einen großen Terrorangriff von Al-Qaida gegen die USA. Es war bekannt, dass die Vereinigten Staaten mehrere Drills nach den exakt selben Schemen der tatsächlichen Anschläge durchführten. Wir werden heute Abend ein genaueres Auge darauf werfen, wonach man sich entgegen gängiger Meinung auf Angriffe vom Ausmaß eines 11. September vorbereitete. Über 50 Jahre lang sorgt der Luftverteidigungsdienst NORAD für Sicherheit am Himmel. Has been defending the skies over the US and Canada for almost 50 years, 46 to be precise. USA Today berichtete zwei Jahre vor den Anschlägen vom 11. September, wie der Luftverteidigungsdienst NORAD Übungen durchführte. Darin wurden entführte Flugzeuge als Waffen benutzt. Ein Ziel war das World Trade Center. Immer wieder erklärte Präsident Bush, dass niemand sich hätte vorstellen können, was Osama bin Laden für den 11. September im Schilde führte. Er hasste uns. Ich denke aber, niemand in unserer Regierung und auch nicht in der vorherigen konnte sich ausmalen, dass Flugzeuge in Gebäude fliegen, in einem solchen Maße. Das stellte sich jedoch als unwahr heraus. US-Militärplaner zogen sie nicht nur in Betracht, sondern übten auch genau diese Szenarien. Die USA Today berichtete, dass NORAD Übungen mit Kampfjets durchführte. Es wurde simuliert, wie entführte Flugzeuge in das World Trade Center flogen. Dies geschah zwei Jahre vor den Anschlägen. Pentagon-Strategen malten sich ebenfalls die Attacke des Pentagons aus, fünf Monate bevor es passierte. Einige dieser Drills gingen am 1. und 2. Juni 2001 über die Bühne. Amalgam Virgo enthielt Szenarien mehrerer gleichzeitiger Anschläge. Darunter befanden sich auch Angriffe von Marschflugkörpern, unbemannte Luftfahrzeuge und entführte Flugzeuge. Sogar ein Szenario über ein entführtes Flugzeug, welches Kurs in Richtung Washington nehmen sollte, wurde geprobt. Die Übungen wurden durchgängig von militärischen Flugzeugen und Satelliten überwacht. Osama bin Laden erschien als Motiv auf der Titelseite. Sehr geehrter Herr, ist es nicht Fakt, dass vor 9/11 NORAD bereits Pläne in der Umsetzung hatte, Übungen durchzuführen, wo es dabei um mehrere zur gleichen Zeit entführte Flugzeuge ging? Haben Sie ein paar Daten dazu? Mir ist das nicht bekannt gewesen. Zu dieser Zeit war ich nicht anwesend. Das war die Operation Amalgam Virgo. Was passierte am 11. September 2001? Jedenfalls ging an diesem Tag wesentlich mehr vor, als wir von offizieller Seite erzählt bekommen haben. Mehrere gleichzeitige Übungen zusammen mit mehreren Regierungsbehörden fanden statt. John Foltman und ein Team der CIA führten aus dem National Reconnaissance Office mehrere Drills durch, bei denen ein Flugzeug in ein Gebäude schlagen würde. Andere Drills legten die eigentliche Verteidigungsfähigkeit sowie die Ermittlungsfähigkeit lahm. Aber diese sehr wichtige Information, Katie, Matt und Tom vom FBI, haben massive Übungen von ihrer Geiselrettungseinheit aus durchgeführt. Sie befanden sich mit ihrer Ausrüstung in Monterey, Kalifornien für die letzten zwei Tage. Es sollte heute geschäftsmäßig zurückgeflogen werden. Diese Leute sind außerhalb jeglicher Reichweite. Demnach ist es angemessen zu sagen, wenn man bedenkt, was die Leute uns erzählt haben, dass das Rettungskommando des FBI und andere Einsatzteams sich im Chaos befinden. Sie können ihre Offiziellen in New York nicht erreichen. Alle Telefonleitungen sind tot. Alle Spezialisten sitzen nun in Kalifornien fest. Sie sind einfach nicht vor Ort. Sie versuchen jetzt, einen Militärflug zu bekommen, weil alle kommerziellen Flugzeuge vom Himmel geholt wurden. Es gibt einen regelrechten Zusammenbruch bei der FBI-Antiterror-Koordinierung. Sie würde ansonsten alle Anstrengungen anführen. Ich landete auf einmal in Montana. Dort waren 56 Notstandsmanager, der FEMA-Direktor und seine Top-Angestellten, alle auf der Nationalen Notstandsversammlungskonferenz. Einige Notstandsmanager kamen aus Bundesstaaten wie New York, Pennsylvania, Virginia, Maryland, DC, die meisten aber aus New England. Sie flogen mit einer C-130 letzte Nacht, einer der wenigen Flüge zu dieser Zeit, ein militärisches Flugzeug. Northern Vigilance verfrachtete die Jets aus dem Nordosten in Teile Kanadas und Alaskas. Bei Vigilant Guardian und Vigilant Warrior handelte es sich um Übungen mit entführten Flugzeugen. Sie tauchten im Radar immer wieder auf, verschwanden dann aber wieder. Sie erschienen den Involvierten als real.
Wir haben viele Phantome bekämpft an diesem Tag. Diese Übung hört nicht auf, bis Flug 93 runtergeholt wurde und die Anschläge vorbei waren. Sergeant Richmond, Routinecheck, alles okay? Ja, mir geht's gut. Pass auf, du musst alle Übungsanweisungen jetzt beenden, die nach Cheyenne Mountain kommen. Ausführen. Und bleib am Hörer, bis ich sichergestellt habe, dass du von der Übung entbunden wirst. Okay, keine Anweisung für den Übungsvorgang mehr. Und bleib dran, ich habe Cheyenne Mountain in der Leitung. Alle Übungsvorgänge beenden, mache ich. Eigentlich glaubte man, es würde mehr Entführungen geben. Bei diesem Kontrollbildschirm geht es nicht um irgendein Videospiel. Man hat es mit echten Menschenleben zu tun. Bei anderen Flugzeugen nahm man ebenfalls eine Entführung an und schoss diese sogar fast ab. Eine in Alaska eingehende Maschine war entführt worden. Militärischen Flugeinheiten war dies bewusst. Sie befanden sich auf dem Weg, sie abzufangen. Also wenn diese Kriegsspiele und ihre Details bis heute unveröffentlicht bleiben, ist es überraschend, wenn Donald Rumsfeld eine Warnung an das Militärpersonal herausgibt, einen Tag nach den Anschlägen. Zum Schluss würde ich gerne noch ein paar Worte für die Männer und Frauen im Verteidigungsestablishment sagen, von denen die meisten mit vertraulichen Informationen arbeiten. Wenn sich Leute mit Geheimdienstinformationen befassen und diese für Unbefugte verfügbar machen, and make it available to people who are not cleared for that classified information. Die Folgen würde die Möglichkeiten der US-Regierung einschränken, diejenigen Personen zu verfolgen und zu behandeln, welche die Angriffe gegen die Vereinigten Staaten ausgeführt und viele Amerikaner getötet haben. Später wurden Waffen in anderen Flugzeugen gefunden. Ein US-Beamter sagte der Times, sie sahen aus wie ein Inside-Job. Quellen berichteten, dass es Ermittlungen gäbe, ob die Attentäter Komplizen innerhalb des Sicherheitsnetzwerkes der Flughäfen hatten. Dann die Geschichte von Flug 93. So schlimm die Lage am Dienstag war, es hätte noch schlimmer kommen können. Es gab eine Art Auseinandersetzung. Die Hafenbehörde in New Jersey berichtete laut Polizeiquellen von drei Leuten mittelöstlicher Abstammung. Sie zogen die Aufmerksamkeit des Sicherheitspersonals auf sich. Sie sind sogar schon im Flugzeug gewesen. Sie wurden gebeten, die Maschine zu verlassen, weigerten sich jedoch. Die Fluggesellschaft hatte die Polizei gerufen, als Teil ihrer normalen Prozedur. Die wiederum entsendete sofort ein Notstandleitungsteam. Eine ganze Mannschaft von schwer bewaffneten Polizeibeamten ist nun auf dem Weg zur Maschine. Als diese ankamen, haben sich die Männer jedoch in Luft aufgelöst. Das Personal am Gate kann sie nicht auffinden. Bei den anderen Entführungen ist es ganz ähnlich gewesen. Wenn in der Tat eine so heftige Auseinandersetzung stattfand und diese Männer eine Klarstellung wollten, sie fühlten sich unfair behandelt. Da kann man sich doch nicht vorstellen, warum sie verschwinden. Warum blieben sie nicht im Flugzeug, bis die Polizei anrückte? Es ist sehr ungewöhnlich, dass eine Airline nach den Sicherheitschecks bzw. dem Boarding dermaßen einen Verdacht wittert, dass sie die Kunden aus dem Flugzeug bitten. Es gab dann auch noch einen Aufruf eines zu dieser Zeit außer Dienst befindlichen Vollstreckungsbeamten, der sich am United Airlines Terminal zu dieser Zeit befand. Er sah ebenfalls mittelöstlich aussehende und gekleidete Personen, was das auch immer heißen mag. Er sah dann, wie sich später ein Dritter hinzugesellte, als die Verdächtigen das Terminal über die Glastüre verließen. In den Rucksäcken fanden die Mitarbeiter Al-Qaida-Anleitungsblätter. Gefälschte Ausweise hinderten die Ermittler jedoch daran, deren Inhaber zu verfolgen. Zufälligerweise fanden sie die Ausweise der Entführer auf genau dieselbe Art und Weise. Es gab auch Berichte, wonach Gepäck, welches nicht an Bord des Flugzeugs gelang, den Entführern gehört haben sollte. Das stand unter anderem im Boston Globe. Ebenfalls soll das Gepäck arabische Fluganleitung und zwei Flugvideos enthalten haben. Dann gibt es da diesen mysteriösen Koffer mit belastenden Beweisen.
All dies sollen die Entführer mit zum Flughafen gebracht haben. Aber warum? Wenn man einen Selbstmordanschlag plant, warum soll man überhaupt Gepäck mitnehmen? Oder warum einen Koffer packen, nur um den Anschein zu erwecken, Gepäck einzuschecken? Dann bräuchte man doch nur etwas Kleidung hineinzustecken. Warum einen Koran und eine Fluganleitung einstecken? Es würde doch eh verbrennen. Und wie durch Magie ist genau dieser gestrandete Koffer der Entführer. Er liegt da, nur um entdeckt zu werden. Wenn diese Entführer auf Flug 23 gefälschte Pässe verwendeten, warum taten die anderen ihnen nicht gleich? Auf meinen persönlichen Glauben und den Ereignissen dieses Morgens beruhend, die Entscheidung, Flugzeuge sofort zu landen, Atta und drei andere führten vor den Attacken Trockenübungen durch. Der Schauspieler James Woods sowie andere meldeten das mehrmals der Flugbehörde, ohne dass den Warnungen nachgegangen wurde. Ich befand mich im Flugzeug, will aber nicht auf die Details ihrer auffälligen Aktivitäten eingehen. Selbst dem unaufmerksamsten Beobachter wären sie ins Auge gefallen. Ich wollte die Zuständigen im Flugzeug und den Piloten darauf ansprechen. Ich sagte zum ersten Beamten, als dieser herauskam, ich glaube, diese vier Männer, können Sie mal einen Blick über meine Schulter werfen, um zu sehen, wen ich meine? Er sagte, ja. Ich sagte, ich glaube, sie wollen das Flugzeug entführen. Ich darf bis heute keine Einzelheiten darüber verlieren, wegen noch ausstehenden Gerichtsprozessen. Ihr Verhalten ließ mich glauben, dass sie das Flugzeug entführen wollen. Wie ich später herausfand, sendete der Flugassistent ebenfalls eine Meldung an die Flugbehörde. Mein Freund Scott fragte mich, erinnerst du dich nicht an den Flug im August? Und ich sagte, den ganzen Tag muss ich daran denken. Ich habe diese Meldung an die FAA weitergeleitet. Und er sagte, vielleicht solltest du das dem FBI melden. Ich habe dann drüber nachgedacht und doch das örtliche Büro angerufen. Ihr Rückruf kam am nächsten Morgen um 7.15 Uhr und er sagte, wir wollen mit Ihnen über den Flug vom August reden. Ich fragte, treffen die Angaben von mir auf einen der Flüge von gestern zu? Er sagte, wir können Ihnen das nicht sagen. Ich entgegnete, okay, ich komme in Ihr Bundesgebäude, wenn Sie wünschen. Aber er sagte, wir stehen direkt vor Ihrem Haus. Um 7:15? Wow. Und das ist das einzig Lustige an der ganzen Sache. Ich fragte, woher wissen Sie, wo ich wohne? Und sie sagten einfach, wir sind das FBI, vielen Dank. Als sie reinkamen, fragte ich sie, wo sind diese Leute? Darauf sagten sie, bei uns gingen an diesem Tag 36.000 Hinweise ein. Zwei von uns werden heute den ganzen Tag bei Ihnen sein. Sie können sich das ja selber ausrechnen, wir können es Ihnen nicht sagen. Seit damals habe ich mit Sicherheit zwei Terroristen identifiziert. Wirklich? Sie waren nicht auf dem Flug Nummer 11, aber einer von ihnen war auf Flug 175, der andere auf Flug 77. Mir wurde inoffiziell, nicht aber vom FBI erzählt, von jemandem aus höheren Regierungskreisen, nur durch einen Zufall, dass alle vier mit Terroristen etwas zu tun hatten. Als das FBI mich nach meinem ersten Instinkt fragte, erzählte ich ihnen nicht nur von der Merkwürdigkeit, dass vier Typen auf einem transkontinentalen Flug ohne Handgepäck eingecheckt sind, und sie fragten mich, wer dachtest du, waren diese vier Leute? Naja, ich dachte, es wären entweder vier Polizisten oder vier Terroristen. Sie erschienen wie auf einer Undercover-Mission. Nur noch mehr Beweise dafür, dass die Entführer Geheimdienstverbindungen hatten. Other Targets, andere Ziele. Es gab mit hinreichender Sicherheit auch andere Ziele. Der Gouverneur von Maryland teilte am Morgen des 11. September mit, dass seine Polizei vor den Anschlägen Drohungen erhalten hatte. Nicht nur gegen die getroffenen Ziele, sondern auch gegen andere. Wir erwähnten zuvor Drohungen gegen Einrichtungen in Maryland. War das heute? Ja, unser Polizeichef Mitchell erhielt eine Liste mit 11 Plätzen, die im Fadenkreuz waren. Vermutlich wurde sie vor den Explosionen herausgegeben. Einige davon wurden auch angegriffen. Ein anderes Ziel an diesem Morgen war Air Force One, die Maschine des Präsidenten. Er stand nie im öffentlichen Diskurs. Deswegen bekamen die Täter verdeckte Zeichen. Was wies denn auf Air Force One als Angriffsziel hin, Brian? Diese Flugzeuge hatten etwas Abstand zu Air Force One. Die Entschuldigung lautete, wir diskutieren nicht über Geheimdienstinformationen. In der Vergangenheit galt die Air Force One bereits als Ziel, zum Beispiel während Bill Clinton in seiner ersten Amtszeit nach Bosnien reiste. Man wechselte auf eine alternative Maschine bei einem Zwischenstopp in Aviano. Sie wurden von drei Kampfjets begleitet, genau wie in der jüngeren Vergangenheit. Trotzdem ist das keine Routine.
Das Weiße Haus besteht darauf und folglich ist der Zickzackkurs von Florida nach Louisiana ein Beweis dafür, dass man ein Zielobjekt war. Air Force is insisting that the evidence is provable and credible that the aircraft and the White House were targeted. Der Pressesprecher des Weißen Hauses, Ari Fleischer, war über diese Angelegenheit sehr beeindruckt. Wenn Sie eine Bedrohung gegen die Air Force One vorliegen haben, wirft dies vielleicht noch eine zusätzliche Bedrohung auf, über die wir noch gar nichts wissen? Entschuldigen Sie bitte. I'm sorry, raising an additional threat. It's over. Eins der vier Flugzeuge, oder reden wir komplett aneinander vorbei? Sie fragen mich, woher die Quelle der Information stammt. Ich glaube, das amerikanische Volk. Welche Ziele hatten die Flugzeuge? Man könnte doch schlussfolgern, dass es doch andere Ziele gab und dass Air Force One ein mögliches war. Ich lasse mich hier nicht auf irgendwelche Spekulationen über Air Force One ein. Ich sage es noch einmal. Die Bedrohung war real, sie war glaubhaft. Ich spekuliere nicht über den Hintergrund. Am 20. September 2001 berichtete die Seite WorldNetDaily.com mehr über die Bedrohung. Die Nachricht des Terroristen, welche Air Force One bedrohen, würde in den damals noch geheimen Codewörtern übertragen. Während die Zeit verging, kam der Secret Service zu einer beängstigenden Schlussfolgerung. Die Terroristen erhielten Zugriff zu einem streng geheimen Code und streng geheimen Signalen. Für eine feindselige Kraft wurde es nun möglich, die exakte Position der Air Force One zu lokalisieren. Damit konnte man nun ihre unter Verschluss gehaltene Prozeduren verfolgen. Tatsächlich konnten die Entführer die eingehenden und ausgehenden Signale entschlüsseln. In den Wochen nach den Anschlägen häuften sich die Havarien in New York und Washington. Die Terroristen gelangten ebenfalls an die Codes für die nationale Sicherheitsbehörde NSA. Damit konnten sie sogar in das einmalige elektronische Überwachungssystem der NSA eindringen. Sie schienen Zugriff zu haben zu einem elektronischen System, das noch höher entwickelt war als das der NSA. Man glaubt auch, dass die Terroristen über ganze oder bruchstückhafte Codes der folgenden Bundesbehörden verfügen. Die Drogenverfolgungsbehörde DEA, das National Reconnaissance Office, Nachrichtendienste der Luftwaffe, Armee, Seebrigade, Marine und der Army, dem Auswärtigen Amt und dem Energieministerium. Weil keine Einzelperson je Zugang zu all diesen Codes hatte, würde ein einzelnes Leck nicht den Fall auflösen. Es müsste sich um zahlreiche, über den Staaten verteilte, offene Stellen handeln. Experten glauben nicht, dass Bin Laden fähig war, die US-Regierung dermaßen tief in einem so großen Ausmaß mit Doppelagenten zu infiltrieren. Es sollte nicht überraschen, dass Global Guardian, ein massiver Armageddon-Drill, sich an diesem Tag in vollen Zügen befand, um Bedrohungen aller Art zu entgegnen. Sogenannte Doomsday-Maschinen wurden als Kommandozentralen mobilisiert, in denen Top-Militärpersonal saß. Die normalerweise für Oktober angesetzten Übungen waren spontan vorverlegt worden. Eine dieser Doomsday-Maschinen wurde in der Nähe des Pentagon entdeckt. Eines der am meisten verwundernswerten Dinge des 9/11-Massakers war ein mysteriöses Flugzeug, welches direkt über dem Weißen Haus gesehen wurde. Sogar das CNN-Personal bemerkte es. Niemals wurde dazu eine offizielle Erklärung abgegeben. Unser Chefkorrespondent John King mit neuen Einzelheiten. 6 Jahre nach dem 11. September rankt sich immer noch ein seltsames Mysterium um die Vorkommnisse über dem Weißen Haus an diesem schrecklichen Tag. Ein Flugzeug zog direkt über ihm seine Kreise. Aber warum? Was hatte es damit auf sich? Es tauchte vor 10 Uhr am Himmel auf, ein vierstrahliger Jet in der Region, wo Flugverkehr strengstens verboten ist. Vor 10 Minuten tauchte ein weißer Jet auf, aber normalerweise sieht man keine Flugzeuge über dem Weißen Haus. Es ist ein extrem eingeschränkter Luftraum. Quellen nahe CNN erzählen von einem militärischen Flugzeug. Die Details sind streng geheim. Ein Vergleich unserer Aufnahmen mit Archivbildern legt nahe, dass das dokumentierte Flugzeug zu den empfindsamsten Flugkörpern des US-Militärs zählt. Eine Air Force E-4B. Sehen Sie sich die Flagge am hinteren Flügel an, den Streifen am Rumpf und den klitzekleinen Knubbel hinter dem Cockpit. Die E-4B ist eine einzigartige Militärkommandozentrale. Sie hat den Zweck, die Regierung am Laufen zu halten, egal was passiert, sogar im Falle eines Nuklearkriegs. Während des Kalten Kriegs nannte man sie Tag der Verdammnismaschine.
Man übt das doch die ganze Zeit und man redet einfach nicht darüber. Ihre Verschwiegenheit überrascht mich überhaupt nicht. Das Pentagon verneint die Annahme eines Militärflugkörpers. Der 9/11 Commission Report erwähnt sie überhaupt nicht. 6 Jahre später behaupteten das Pentagon, der Secret Service und die Flugaufsicht allesamt, sie hätten keine Erklärung für das Riesenflugzeug, das über dem Weißen Haus flog, als der Rauch beim Pentagon aufstieg. Es gibt ebenfalls Aufnahmen eines mysteriösen Flugzeuges über dem eingeschränkten Luftraum von New York vor dem zweiten Flugzeugeinschlag. Auch während des zweiten Einschlags. Es waren 5 E-4Bs während des 11. September unterwegs. Sie sind Teil des Continuity of Government Program, welches in den 80ern gestartet wurde. Angeführt wurde es von keinem anderen als George Herbert Walker Bush. Das Continuity of Government Program, COG, erstreckt sich über mehrere Bereiche der Regierung. Sie laufen alle im National Program Office, NPO, zusammen. Es fiel unter die Zuständigkeit des damaligen Vizepräsidenten. Dann übernahm Vizepräsident Bush die Federführung. Am 11. September 2001 führte man dieses Programm aus. Wie bei so vielem, was heute passiert, kommt diese Geschichte, die gleichermaßen beruhigt, aber auch beängstigt, ans Tageslicht. An diesem Morgen erfuhren wir, dass nicht nur der Vizepräsident an einen unbekannten Ort gebracht wurde, auch eine ganze Ersatzregierung war und ist es immer noch. Sie bleibt vielleicht auch noch dort für so lange, wie man sich das vorstellen kann. In Iowa angekommen, diskutierte George Bush zum ersten Mal über eine geheime Operation, welche die Regierung aufrechterhält, falls Washington aufgrund eines Terrorangriffs erstarrt. Ich nehme diese Bedrohung von Al-Qaida-Mördern immer noch sehr ernst. Die Washington Post berichtete als erstes davon. Später konnte CNN diese Information durch mehrere Regierungsbeamte bestätigen lassen. Die sogenannte Schatten- oder Bunkerregierung besteht aus rund 100 Bediensteten der Kabinette und Regierungsabteilungen aus allen Bereichen der Regierung. Man operiert aus 2 Bunkern im Osten der USA heraus. Die ausführende Gewalt soll weiterhin ausgeübt werden, wenn die Verbindung nach Washington versagt. Der geheime Plan nahm in den Minuten nach dem Anschlag des 11. September Gestalt an. Bush reiste auf einer vorsichtigen Route zurück nach Washington. Und nun, 6 Monate danach, drängen Regierungsbeamte darauf, mehr Telefonleitungen und Hightech-Computer in diese Bunker zu verfrachten. Mindestens ein Mitglied der Bush-Administration wird bereits die ganze Zeit unter heftigen Sicherheitsvorkehrungen von Washington ferngehalten, falls die Schattenregierung in Kraft tritt und einen Anführer benötigt. Obwohl im Fernsehen und in den Zeitungen darüber berichtet wurde, leugnen die meisten Leute sogar immer noch die Existenz dieser Schattenregierung. Nun, was wäre, wenn ich Ihnen erzählen würde, dass Dick Cheney, genau dieser Anführer, am Tag des 11. September gewesen ist? Präsident Bush riss darüber sogar Witze. Der Vizepräsident bewegt sich zwischen geheimen Orten, um das Weiterführen der Regierung zu ermöglichen. Vor einem Jahr regierte er das Land, heute lebt er aus einem Koffer. Seit dem Bestehen des COGs war Dick Cheney ein Teil davon. Im Falle der Enthauptung der Regierung würde das NPO ein Programm aktivieren, um das Fortbestehen der Regierung zu ermöglichen. Es ist bekannt als das Presidential Successor Support System, kurz PS3. Dick Cheney, Edwin Meade, Tip O'Neill und Dick Thornburg, alle stehen in dieser Thronfolge laut Beschluss ihrer Ämter. Aber unsere Quellen sagen aus, das NPO gab ihnen zusätzliche Befugnisse unter dem neuen System. Cheney kam im Notfallzentrum an, bevor das Pentagon attackiert wurde. Kurz nach 9.30 Uhr befand sich das nationale Sicherheitsteam des Präsidenten im Kontrollraum, ein sicheres Kommunikationszentrum in der Kellerbasis im westlichen Flügel. Vizepräsident Dick Cheney ist dort zusammen mit der Sicherheitsbeauftragten der US-Regierung Condoleezza Rice. Ich kam um 9.20 Uhr an. Während der Zeit, als sich das Flugzeug dem Pentagon näherte, kam ein junger Mann herein und sagte zum Vizepräsidenten, das Flugzeug ist 50 Meilen entfernt. There was a young man who would come in and say to the vice president,
Das Flugzeug ist 30 Meilen entfernt. Und als er sagte, das Flugzeug ist 10 Meilen entfernt, fragte er den Vizepräsidenten, gelten die Befehle immer noch? Der Vizepräsident drehte seinen Kopf um und sagte zu ihm, natürlich stehen die Befehle noch. Haben Sie was anderes gehört? Der Flug endete dann im Pentagon. Als die 9.20 Uhr kamen, wie lange hat es gedauert, bis Sie das Gespräch zwischen dem Vizepräsidenten und dem jungen Mann mitgehört haben? Wann wurde gefragt, steht der Befehl immer noch? Wahrscheinlich hat es 5 bis 6 Minuten gedauert. Also 9.25 Uhr oder 9.26 Uhr. Die 9-11-Kommission verhüllte dies. Sie behauptete, Cheney wäre erst 15 Minuten nach dem Pentagon-Einschlag im Bunker erschienen. Viele der gleichen Leute, die in der Schattenregierung involviert waren, profitierten am meisten beim Krieg gegen den Terror. The Third Skyscraper, der dritte Wolkenkratzer. Eine Schnittstelle der Geheimdienste war das World Trade Center Gebäude 7. Ein massiver, 47 Stockwerke großer Wolkenkratzer. Er hätte die meisten Skylines vieler Städte überragt. Um 17.20 Uhr fiel das Gebäude in seinen eigenen Grundriss zusammen. Es war ebenfalls das Spukhaus Nummer 1 und Operationszentrum in New York. Es beheimatete das Verteidigungsministerium, die Steuereintreibungsbehörde IRS, die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, große Zweigstellen des Secret Service und der CIA und dem New Yorker Katastrophenschutz OEM. Abseits der Vermissten im Schutt ist Ground Zero immer noch voll mit Waffen, Drogen und Geheimnissen. Im World Trade Center 7 war auch das New Yorker Büro der CIA. Sie berief FBI-Agenten zum Ort. Seitdem sucht man nach PCs und einem Safe mit verschollenen Geheimdienstdokumenten. Regierungsbeamte sahen den Aufräumarbeitern bei ihrer Suche genauestens auf die Finger. Das OEM befand sich an der Stelle, an der Lokalregierungen im Falle einer Katastrophe, wie zum Beispiel einem Terroranschlag, zusammentreffen würden. Die Kommandozentrale im 23. Stock ist kugel- und bombensicher. Es verfügt über eigene Strom- und Luftversorgungsanlagen. Es ist mit städtischen Flughäfen, der Küstenwache und dem Pentagon verbunden. Ihre Computer verfügten bald über alle Baupläne aller großen Gebäude in New York. Überraschenderweise war es menschenleer, als die Stadtbeamten Barry Jennings und Michael Hess dort aufkreuzten. Das Notstandsbüro entsendete eine Aktivierung. Sie ziehen dabei immer unsere Umgebung mit ein. Ich erhielt den Anruf kurz nach dem ersten Flugzeugeinschlag. Ich war im 23. Stock, als das zweite Flugzeug einschlug. Ich musste auf dem 23. Floor sein, als das zweite Flugzeug einschlug. Als wir in der Notstandszentrale ankamen, waren alle fort. Ich sah noch dampfenden Kaffee auf dem Tisch, halb gegessene Sandwiches und nur ich und Herr Hess waren dort. Ich habe mehrere Individuen gerufen. Einer erzählte mir, ich solle das Gebäude sofort verlassen. Beide waren am 11. September 2001 im landesweiten Fernsehen zu sehen. Dort berichteten sie von Explosionen im Gebäude, während sie evakuiert wurden. Hier ein Live-Bild aus der Church Street. Feuerwehrleute laufen auf die Szenerie hinzu. Den ganzen Tag mussten sie sich immer wieder zurückziehen. Was nämlich passiert, wenn nämlich ein Stück Schutt vom Gebäude herunterkam, entstand gleich eine große dunkle Wolke, die die Sicht und die Atmung erschwerte. Für die letzten paar Minuten herrschte klare Sicht, zumindest von hier aus. Also laufen sie zum World Trade Center zurück. Wir bleiben hier, um die Geschichten der Überlebenden zu hören. Was genau passierte im World Trade Center, als das erste Flugzeug hineinstürzte? Wir werden jetzt mehr davon erfahren. Barry Jennings, Mitarbeiter der Wohnbehörde, erzählen Sie mir bitte vom Moment des Einschlags. Ich und Herr Hess befanden uns im 23. Stock. Ich rief, wir müssen hier einfach raus. Wir stürmten hinab. 8. Stock, große Explosion. Ich sagte, das war's, wir sind im Tode geweiht. Wir kommen hier nicht mehr raus. Ich schlug das Fenster ein. Dieser Mann hörte meine Hilferufe. Er sagte,
Bleib ruhig, jemand wird dich retten kommen. Aber niemand konnte uns finden. Ich dachte, wir sind tot. Frank, schieß los. Deswegen stehe ich jetzt hier mit Michael Hess, Chef des Unternehmensrates. Sie waren im World Trade Center gefangen? Ja, das war ich. Ich befand mich im OIM, im 23. Stock, als der Strom ausfiel. Ich und ein anderer Mann liefen runter, bis in den 8. Stock. Wir wollten hinaus, aber als wir das versuchten, gab es eine Explosion. Wir waren im 8. Stock gefangen. Dicker Rauch umgarnte uns, 1,5 Stunden. Aber die Feuerwehr rettete uns. Ich schaffte es bis in den 6. Stock. Es gab eine Explosion unter mir. Bedenken Sie dabei, alles war pechschwarz. Als es passierte, gab es einen Rückschlag. Ich dachte, ich stehe am Treppenabsatz. Aber in Wirklichkeit halte ich mich an einer Stange über mir fest. Ich musste wieder hochklettern. Hess schrie mich an, was machen wir denn jetzt? Ich sagte, es gibt nur eins, was uns jetzt noch retten kann. Wir gehen wieder nach oben. Beide Gebäude standen immer noch. Ich sagte ihnen bereits, die Feuerwehr kam und ging. Aber sie kam dann noch ein zweites Mal, weil die beiden Türme fielen. Als sie zurückkamen, wollten sie um jeden Preis davon wegkommen. Wir waren da drin für mehrere Stunden gefangen, beide Türme kollabierten. In dieser Zeit hörte ich allerlei weitere Explosionen. Als sie dann zu uns kamen und uns runterholten, fragte ich, wo sind wir? Sie sagten, in der Lobby, zumindest, dass sie hier mal war. Ich sagte, sie wollen mich doch veralbern. Völlig zerstört, völlig. Als ich früher am Tag ankam, befanden sich in der Lobby schöne Aufzüge, eine große Lobby. Die Feuerwehrmänner sagten, schau nicht nach unten. Warum, fragte ich. Wir marschierten über Personen, das konnte ich fühlen. Dieses Gebäude fiel in fast Freifallgeschwindigkeit in seinen eigenen Grundriss um 17.20 Uhr. Nur 7 Jahre danach gab es noch keine hinreichende offizielle Erklärung. Man behauptet, der Schutt der Twin Towers hätte Gebäude 7 zu Fall gebracht. Und das trotz den anderen Gebäuden um die Zwillingstürme, die sich überhaupt nicht wie Gebäude 7 verhielten. Dr. Chaim Sander behauptete im Namen des National Institutes for Standards and Technology, NIST, auf über einem Drittel der Gebäudefassade, von der Mitte nach unten, ungefähr 10 Stockwerke, sind ungefähr 25% der Dicke des Gebäudes weggebrochen. Hier ist die Südseite des Gebäudes. Sieht es tatsächlich so aus, als ob ein Viertel des Gebäudes verschwunden wäre? Vielleicht sollten wir mal hineinsehen. Es scheint nichts weggebrochen zu sein. Mehrere Medien berichteten, mehr als 20 Minuten vor dem eigentlichen Kollaps, das Gebäude sei wegen dem Strukturschaden und dem Feuer zusammengebrochen. Mehr zum neuesten Gebäudezusammenfall. Und vielleicht haben Sie ja mitbekommen, wie wir bereits vom Salomon Brothers Building World Trade Center 7 berichtet hatten, es sei möglicherweise zusammengefallen. Und es ist tatsächlich so. Das World Trade Center 7 ist nur ein paar hundert Meter von den ehemaligen Twin Towers entfernt. Nicht wegen eines neuen Anschlages sei es passiert, sondern weil das Gebäude geschwächt wurde.
Mehr dazu von unserer Korrespondentin Jane Stanley. Jane, was können Sie uns vom Einsturz des World Trade Center 7 erzählen? Man sieht das Gebäude ganz eindeutig im Hintergrund, während Jane Stanley von dessen Zusammenfall berichtet. Jane, ich denke, viele von uns, die vielleicht die Nachrichten heute Morgen im Radio verfolgt haben, die Verbindung unterbrach, bevor das Gebäude einstürzte. Leute wundern sich, weil es fast zu weit hergeholt scheint. Ich frage, wie es für Sie war, den ganzen Tag in Manhattan verbracht zu haben. Oh, ich bemerke gerade, die Leitung ist uns wohl leider verloren gegangen. Sie riefen mich runter. Es war als Teil der 9-11-Kommission. Sie stellten mir dieselben Fragen wie ihr. Sie sagten an dieser Stelle, okay, danke. Sie haben Ihnen genau das erzählt, was Sie uns jetzt zu Protokoll gegeben haben? Ja. Sie waren im Gebäude? Ja. Explosion? Ja. Und Sie wissen aber auch, dass die Kommission kein einziges Mal World Trade Center 7 erwähnte? Ich habe Ihnen erzählt, was war. Es tut mir leid zu sagen, aber ich war etwas beängstigt. Sie sahen wie sehr wichtige Leute aus. Sie fragten mich über bestimmte Sachen. Ich schere mich nicht so sehr um die genauen Antworten, die ich gab. Ich machte Ihnen meinen Standpunkt klar. Ich habe Ihnen all mein Wissen offenbart und so war es eben. Ich werde diesen Tag niemals vergessen. Ihre Erklärungen waren für mich nicht akzeptabel, ganz und gar nicht. Eine Sache verwirrt mich sehr. Nur diese eine Sache eigentlich. Warum fiel World Trade Center 7 überhaupt in sich zusammen? Darüber bin ich sehr verwirrt. Ich weiß, was ich gehört hatte. Das waren Explosionen. Mir erzählen Sie, es wäre der Gastank gewesen. Wenn es der Gastank gewesen wäre, hätte es nur eine Seite des Gebäudes erwischt. Anthrax. Milzbrand. Nach 9/11 schuf man ein Klima der Angst. Man versuchte, jegliche Opposition gegenüber der neuen Vorgehensweise von Bush zu unterbinden. Eine Woche nach dem 11. September begann Anthrax in der Post aufzutauchen. Die Briefe sollten so aussehen, als wären sie das Werk extremistischer Muslime gewesen. Es stand drauf, Tod für Amerika und Allah ist der Größte. Wenn Sie sich erinnern, diese Antragsbriefe waren geschrieben, als ob sie den Anschein erwecken sollten, von extremistischen Muslimen zu kommen. Mit einer sehr stümperhaften Handschrift. Allah dies, Allah das. Sie sahen eher aus wie Requisiten aus einem Film und nicht wie echte Briefe. Die Ziele umfassten Regierungseinrichtungen, Medienanstalten wie CBS, NBC oder die Zeitung New York Post. Politiker wie die Senatoren Daschle und Leahy waren Demokraten, also in der Opposition. Als das FBI die Milzbrandsporen analysierte, erwiesen sie sich als hochwertig aufbereitet und waffenfähig. Colin Powell bestritt diese Anschuldigungen auf CNN. Es gab so viele Geschichten über die letzten 4-5 Tage. Erst war es waffenfähiges Anthrax, dann war es hochwertig aufbereitet und dann war es nichts von alledem. Die Milzbrandsporen aus den Briefen stammten vom sogenannten Ames-Stamm. Die Ermittlungen führten nach Fort Detrick in Maryland. Eine Analyse des Antrags, welches an Senator Daschles Büro gesandt wurde, zeigte, dass dieses Antrags ein hochentwickeltes Produkt. Die gefundenen Eigenschaften wiesen darauf hin, dass nur ein Doktor für Mikrobiologie diese Sporen zubereitet haben könnte. Die Sporen mussten in einem kleinen, gut ausgestatteten Mikrobiologielabor entwickelt worden sein. Der Ames-Stamm, auf den dieses Antrag zurückzuführen ist, wurde vor über 50 Jahren isoliert, und zwar in einem Ministerium für Landwirtschaft in Ames, Iowa. Was daran ungewöhnlich ist, ist, dass man es so präpariert hat, dass es sich leichter in der Luft löst. Jemand hat die Sporen mit einer Chemikalie behandelt, um der normalen elektrostatischen Verklumpung der Sporen entgegenzuwirken. So können sie sich problemlos in der Luft verteilen. Die Washington Post berichtete, genetische Untersuchungen legen nahe, dass die Antragssporen, welche zum Capitol Hill gesandt wurden, mit den tödlichen Bakterienstämmen identisch sind, die die US Army bereits 1980 besaß. Diese Labore können die Proben auf eine einzige militärische Quelle zurückverfolgen, dem Forschungslabor für ansteckende Krankheiten der US Army im Fort Detrick, Maryland.
Es wurde mit großer Sicherheit festgestellt, dass Al-Qaida nicht dahinter steckte. Es handelt sich um eine spezielle biologische Waffe, die von unserem Militär in nur einer Einrichtung produziert wurde. Hochrangige Mitarbeiter des FBI und der CIA sagten, dass keine der 60 bis 80 von Geheimdienstquellen berichteten Bedrohungen Beweise enthalten, die die Anthrax-Attacken mit Osama bin Ladens Terroristennetzwerk in Verbindung bringen. Dies hielt die Massenmedien nicht davon ab, Al-Qaida die Sache in die Schuhe zu schieben. Während Ermittler versuchten, den Ursprung der neuesten Anthrax-Attacken ausfindig zu machen, sehen wir uns an, was nun im Fokus der Forscher liegt. Seit dem 11. September sind Amerikaner in Alarmbereitschaft. Ermittler versuchen, weitere Anschläge abzuwenden, indem sie nach den Mustern, den Methoden und den Verbindungen des 11. September Ausschau halten. Das könnte ans Licht bringen, was die Terroristen außerdem noch im Schilde führen. Es war nichts Geschmuggeltes aus dem Irak oder irgendeinem Land aus dem Mittleren Osten. Es waren von der US-Regierung gekörnte und waffenfähige Anthrax-Sporen. Es war eine weitere Geschichte, die die Medien nicht anfassen wollten, die des Doktors Philip Zack. Es reichte das Labor der US-Regierung zurück, wo das Anthrax aufbewahrt wurde. Es wurde berichtet, sogar von offiziellen Regierungsdokumenten, dass Dr. Philip Zack dieses Labor mit den Briefen und dem Pulver betrat, ohne dementsprechende Befugnisse zu besitzen. Erst kurz vorher verlor er seinen Arbeitsplatz. Seltsamerweise war die Bush-Administration so vorausschauend, dass sie 6 Wochen vor den Angriffen Cipro nahm. Wie angenehm! Ein Angriff, der auf Regierungsgebäude zurückverfolgt wird und der Präsident und sein Personal nehmen das Gegenmittel, sogar noch bevor es in der Post ist. Judicial Watch erhob gegen die Regierung wegen dessen Aktion Anklage. Das ist ein gutes Beispiel, wie einige Leute sich gegenüber anderen überlegen fühlen. Der 11. September hat viele Amerikaner geschockt, aber die New York Times und andere Nachrichtenorganisationen berichteten und das Weiße Haus bestätigte. Das Büro des Präsidenten und das des Vizes nahmen Cipro, das Antibiotikum, welches man benutzte, um Anthrax zu bekämpfen. Das Weiße Haus nahm Cipro, es musste also schon vorher Bescheid gewusst haben. Ein Angriff stünde kurz bevor oder wäre möglich. Es zeigt mal wieder, einige Leute sind weniger gleich als die Führungselite und verdienen nicht die gleiche Behandlung. The Aftermath, das Nachspiel. 9/11 war eine internationale Geheimdienstoperation. Sie hatten Rollenspieler in der US-Regierung. Saudi-Arabien, Pakistan und Israel spielten eine kompartimentierte Rolle, um ein Klima der Angst und Verwirrung zu stiften. Dies zusammen mit der Evakuierung von Regierungsgebäuden sollte jegliche Gegenwehr vom Tisch wischen. Es war eine Zeit, in der sich Amerikaner fühlten, sie sollen sich um ihren Anführer herum versammeln, was sie auch taten. Ich kann euch hören! Und die Leute, die diese Gebäude zum Einsturz gebracht haben, werden alle sehr bald von uns hören. Die Machtstruktur verabschiedeter albtraumhafte Gesetze beginnt mit dem Patriot Act, der schon vor 9/11 verfasst wurde. Der Heimatschutz war schon vor dem 11.09. da. Ein weiterer Teil, der Ihnen ebenfalls langläufig bekannt sein sollte, der Heimatschutz, war schon vor dem 11. September in Planung. Die Bush-Administration schrieb die Pläne, in Afghanistan einzumarschieren, eine Woche vor 9/11. Als ein Ereignis der mit einbezogenen Prozesse der CIA, das Verteidigungsministerium, das Auswärtige Amt und der Nationale Sicherheitsrat. Eine nationale Anordnungsdirektive des Präsidenten wurde über 2001 hinweg vorbereitet. Das Principles-Komitee hat das Ganze am 4.9.2001 abgesegnet. Das Dokument wurde am 10. September fertiggestellt. Wir hatten Al-Qaida von Anfang an im Visier. Sie bekämpfen einen sagenumwobenen Feind, der nie besiegt werden kann.
Die Terroristen haben uns angegriffen und 3000 unserer Landsleute ermordet, bevor wir unsere Friedenspolitik im Nahen Osten begannen. Was hatte der Irak mit was zu tun? Mit Anschlägen auf das World Trade Center? Gar nichts! Ein internationales Geheimdienstkartell betreibt psychologische Kriegsführung gegen uns, das Volk. Bedenken Sie, dieser Regierung kann man diese Gewalt anvertrauen. Ich hoffe, die Leute beschweren sich nicht über all diese Unannehmlichkeiten, denn sie sind ja für die Sicherheit von jedem von uns. Sie maskieren sich als unsere Retter, während die Medien sie glorifizieren und entdämonisieren. Entweder sie sind auf unserer Seite oder auf der Terroristen. Lassen Sie sich nichts anderes erzählen. Erst recht nicht von einem unaufrichtigen Filmemacher, der uns ernsthaft glauben machen will, die Zeit ist gekommen, nicht nur für eine Revolution, sondern auch für eine Wiederherstellung unserer Verfassung, des Bill of Rights. Und am meisten von allen, unserer Moral als Volk. Die Frage ist, ob wir unseren Konsumwahn beiseite legen, um den Unterschied zu machen. Werden wir die Fernbedienung aus der Hand legen können, um diese Tyrannen verantwortlich zu machen? Es liegt an uns. Keine Ausreden mehr. Deutsche Synchronisierung von Rummelsdorf, Audiobearbeitung von Q-Shell.